Mal die auf. Okay, muss ich klicken. Got it. Hi Max, schön dich hier zu Hallihallo. haben und Ich freue mich schön, auch. dass Dankeschön. Und schön, dass du deine Session vorstellen möchtest beim Corporate Learning Practice Camp. Erzähl uns mal ganz kurz, wer bist du und was bringst du uns mit? Genau, ich bin Max Höldl, ich bin Learning Consultant bei der Firma Quality Minds, habe mal Bildungsforschung studiert und auch mal Realschullehramt studiert vorhin. Beschäftige mich jetzt, seitdem ich bei Quality Minds bin, also vielleicht kurz dazu, Quality Minds ist ein Consulting-Haus im IT-Bereich, beschäftigt sich und bietet ganz viele Dienstleistungen im Software-Engineering an. In dem Setting sozusagen als agiles und innovatives Unternehmen, das vor etwas bisschen mehr als 10 Jahren gegründet wurde, haben wir uns halt viel, oder beziehungsweise hat sich dann irgendwann mal die Frage gestellt, wie können wir denn die Qualität unserer Mitarbeitenden eigentlich auch sicherstellen und Ja. fortführen und so weiter. Und dann hat sich Vera, also wir haben drei Geschäftsführer, sozusagen Michael, Robin und Vera. Und Vera ist promovierte Pädagogin und die hat dann 2018 das Quality Learning Team auf die Beine gestellt. Also wir sind sozusagen ein Consulting-Haus im IT-Bereich mit einem Team, das sich nur um betriebliche Fort- und Weiterbildung kümmert und da Ansätze der Agilität mit Lernen und Lernen in Verbindung bringt. Und das ist das, was du uns mitbringst. Und das bringe ich sozusagen eigentlich so ein Stück weit mit, ja. Okay. Also agile Entwicklung, menschenzentriertes Design in den Lehr-Lern-Kontext bringen. Genau, weil ich auch in meiner Zeit jetzt als Learning Consultant und zuvor dann auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni häufig halt schon gesehen habe, dass ja HR, L&D-Abteilungen ihre Mitarbeitenden häufig einfach mit viel Content zuschütten. Also Ja, machen wir gerne. Inhalt, ja, zuschütten, zuschütten, und dann zu sagen, ja, hier, sucht euch da was aus, Je mehr, desto besser. seid ihr alle selbst organisiert, sucht euch da was aus dieser Ja. riesigen Fülle an Inhalt, macht mal was, lernt mal was, heißt Ja. dann ja immer. Und genau, und gerade jetzt halt, also wir stehen jetzt ja irgendwie, oder wir leben in einer Zeit, in der Trends kommen und gehen. Gesellschaftliche Transformationsprozesse nehmen an Geschwindigkeit ultra zu. Ja. Und da kann es durchaus mal sein, dass sich in dem unternehmerischen Kontext eine Führungskraft denkt, die jetzt irgendwie einen coolen Beitrag in einem Manager-Magazin beispielsweise zu Diversity gelesen hat, zu sagen, hey, lass doch jetzt mal Diversity machen. Diversity ist jetzt super wichtig für unser Unternehmen. Ja. Alle Mitarbeitenden müssen jetzt Diversity lernen. Okay. Und genau. Das heißt, was konkret machen wir in der Session? Und also ausgehend von diesem Standing sozusagen, Aha. würden wir an diesem Punkt jetzt nicht sagen, hey, lass uns mal verschiedene Lernmanagement-Plattformen durchschauen, was es schon alles zu Diversity gibt, sondern wir würden hier einsteigen und sozusagen die Sicht eines, wie sagt man, eines Product Managers einnehmen, oder auch Requirements Engineers, also Anforderungsmanagement, von vornherein erstmal versuchen klarzuziehen, was überhaupt gewünscht ist, weil ein Ja. Lehr-Lern-Angebot zum Thema Diversity kann schon sehr breit gefächert sein, kann ganz unterschiedliche Facetten aufweisen. Sollen die Mitarbeiter wissen, was Diversity ist, oder sollen die Mitarbeiter vielleicht Diversity auch in ihren Handlungen im Arbeitsalltag integrieren? Zwei unterschiedliche Sachen. Und da bringe ich unterschiedliche Methoden mit, die wirklich sich mit der Phase, sage ich jetzt mal in so einem Prozess, mit der ersten Phase, der Discovery-Phase im Endeffekt beschäftigen. Und da bringe ich unterschiedliche Methoden mit, die man einfach mal ausprobieren kann. Beispielsweise die Think-Feel-Do-Methode, also so eine Denken, Fühlen, Handeln heißt in der Fälle, glaube ich, Denken, Fühlen, Handeln, genau. Ja, Ist ja. auch eine Methode aus dem Human-Centered Design, Ja. wo man sich einfach vorneweg mal Gedanken macht, naja, also nur Inhalt zu Diversity zusammen zu klöppeln, ist vielleicht nicht immer dahingehend zielführend, sondern ich sollte vielleicht wirklich einfach mal auch konkrete Fragen stellen. Also wie soll sich das Denken verändern? Wie soll sich das Handeln verändern? Was sollen die später irgendwie können mit dem ganzen Denken? Ja. Und dann auch dahingehend immer wieder zu schauen, gibt es denn Outcomes, die ich mir vorstelle, die ich dann im Endeffekt auch messen kann? Weil das ist ein ganz sozusagen wichtiger Grundstein der Agilität und auch im Bereich der empirischen Vorgehensweise zu sagen,
Wenn wir uns ein Ziel setzen, müssen wir schauen, ob es überprüfbar ist. Und wenn so ein Ziel überprüfbar ist, dann können wir es inspizieren und dann können wir es adaptieren. Und dann haben wir diesen klassischen Inspect in der Depth Loop, den es so in der Agilität Ja, gibt. sehr cool, Genau. sehr spannend. Hatte ich auch mal einen Kurs zu. Human-Centered Design finde ich super spannend. Danke dir. Und also das heißt, du bringst uns einmal Methoden mit, du bringst uns so ein bisschen Framework mit. Wir wollen schauen, woran können wir das eigentlich messbar machen? Müssen wir denn irgendwas mitbringen als Teilnehmende? Eigentlich gar nichts. Also am besten Wir ist bringen es, würde ich uns sagen, mit. ihr bringt euch mit, Lust auf was Neues mitbringen. Auf jeden Fall. Vielleicht, also was natürlich irgendwie sinnvoll oder was heißt sinnvoll oder unterstützend sein kann, ist, wenn man schon in gewisser Weise Vorwissen in dem Bereich Lehr-Lernangebote erstellen hat. Also es kann wirklich von Workshop bis hin zu E-Learnings gehen, bis hin zu was weiß ich, Blended Learning, alle möglichen Formate und so weiter. Genau, weil, also ich habe manchmal das Gefühl, dass diese erste Phase, gerade diese allererste Phase, einfach ein Stück weit zu kurz kommt. Und da gibt es coole Methoden, da gibt es coole Dinge, die ohne viel Aufwand durchgeführt werden können und dann zu einem coolen Resultat führen. Sehr cool, dann bin ich super gespannt auf die Session. Vielen Dank für die Vorstellung und wir sehen uns spätestens da. Ja, perfekt. Bis in Berlin. Bis dahin.